Natürlich, da habt ihr auch in einer gewissen Hinsicht recht, vor allem weil Unge 26 Jahre alt ist. Warum sollte ich mich vor so einem alten Sack rechtfertigen? Pass auf, was du da sagst, ey, weil wir sehen uns dann bestimmt auf der Gamescom, Alter, und dann... Servus Leute, was geht und willkommen beim neuen Video. Ja, Freunde, ich bin jetzt wieder hier in meiner Greenscreen-Ecke. Ja, Leute, ich wollte ganz kurz auf ein paar Dinge von den Unge und Mimi eingehen. Also ich meinte von Unge. Als allererstes zu dir, Mimi. Ich hab's gelernt, Digga. Pass auf. Verdammt. Ja, okay, es war schlecht, aber ey, es hat geklappt. Fürs Erste ist es auch gar nicht mal so schlecht. Unge, Mimi, ihr hattet ja gesagt gehabt, ey, ich brauche mich nicht bei euch zu entschuldigen. Wer seid ihr denn, dass ich mich überhaupt bei euch entschuldigen sollte? Ich bräuchte mich nicht rechtfertigen. Natürlich, da habt ihr auch in einer gewissen Hinsicht recht, vor allem weil Unge 26 Jahre alt ist. Warum sollte ich mich vor so einem alten Sack rechtfertigen? Nein, Spaß. Natürlich, diese Entschuldigung ging halt nicht nur an euch zwei, sondern halt auch an die ganzen Zuschauer, die sich dieses Video angeschaut hatten. Weil dieses Video gar keine Struktur hatte. Das Video hat einfach gar keinen Sinn. Ich hatte wirklich, sag ich mal, dieses Konzept gehabt. Ich hätte das gut umsetzen können. Hab's aber nicht. Ich hab's komplett reingeschissen. Und durch euer Video weiß ich jetzt, ey, so eine Scheiße mache ich nicht noch einmal. Und ich habe daraus gelernt und werde es beim nächsten Mal besser machen. Und durch eure Kritik weiß ich jetzt, wie ich es das nächste Mal mache. Dass ich es auf jeden Fall nicht so mache, wie ich es davor gemacht hatte. So, dank euer Video habe ich mir jetzt halt das nächste Mal vorgenommen, das Ganze halt richtig strukturiert anzugehen. Das hätte ich auch eigentlich bei diesem Video machen müssen. Mit einem Anfang, mit einem Mittelteil, mit einem Ende. So, dass das Ganze halt einen Sinn hat. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Dass das alles halt so schön gelistet ist. Natürlich könnte ich es das nächste Mal genauso scheiße machen, wie ich es das letzte Mal gemacht habe, aber das will ich halt nicht. Ich möchte mich ja verbessern, oder nicht? Und ungespielt, du meintest, ich hätte einen 12er Bizeps. Digga, was? Das sind 13,5, Mann. 13,5 und nicht 12. Also pass auf, was du da sagst, ey, weil wir sehen uns dann bestimmt auf der Gamescom, Alter, und dann... Auf jeden Fall, Leute. Warum mache ich erstmal die ganze Zeit so einen Location-Switch? Erst bin ich hier, dann bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich hier, dann bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich hier. Ja, auf jeden Fall. Mimi, Unge und an die ganzen Zuschauer. So ein Video, wie ich gemacht hatte, wird es nicht mehr geben. Ich werde mir das nächste Mal viel mehr Mühe bei sowas geben. Vor allem, weil es eigentlich ein cooles Projekt ist und das hätte ich wirklich viel, viel, viel besser machen können, werde ich das nächste Mal. Versprochen, Leute. Seid gespannt darauf. Und nochmal ganz kurz. Mimi, Unge. Junge, wie oft sage ich Mimi und Unge in diesem Video? Mimi, Unge. Bitte, versuch das nächste Mal nachts. Auf jeden Fall, ihr hattet ja gefragt gehabt, kann deine Mutter kein Deutsch? Nein, kann sie leider nicht. Sie kann halt nur diese Standardsätze wie Hallo, wie geht's, was machst du und sowas. Halt diese Standardkleinigkeiten. Weil als wir nach Deutschland gekommen sind, waren wir quasi in so ein Haus, wurden in irgendein Haus reingestellt. Wir waren ja Flüchtlinge früher. Ja, auf jeden Fall hatten wir halt gar keine Nachbarn oder sonstiges gehabt, so dass meine Eltern überhaupt in Kontakt mit denen so gekommen wären, außer ein paar Mal Hallo gesagt und sowas. Deswegen ist halt auch nie so dieser Kontakt zustande gekommen und durch diesen Kontakt haben die halt nie so wirklich Deutsch gelernt. Und als wir nach Deutschland kamen, wie alt waren die da? 50, 40, 45, 50, irgendwie so. Weil viele haben gesagt gehabt, ja, dann hätten die eine Schule besuchen sollen oder sonst irgendwas. Ja, Leute, natürlich. Aber mit der Zeit haben die halt dieses Hallo und sowas, diese Standardsätze gelernt, dieses kleine Smalltalk führen. Was ich halt traurig finde, dass viele kommentiert haben, ey, ihr wohnt ja schon seit 15, 16 Jahren in Deutschland, warum können die kein Deutsch? So, Leute, wenn ihr es nicht wisst, ey, dann seid einfach leise und Yo, Mom! Was geht ab? Jetzt versuchen wir es nochmal. Servus, Leute! Servus, Leute! Lecker! Nicht! Servus, Leute! Servus, Leute! Servus, Leute! Was geht? Heiß geht. Was geht? Heiß geht. Ja, Mann, Leute, sie kann's langsam. Yeah! Leute, sie kann's langsam. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen begriffen, was ich damit gemeint hatte mit dem Video. Und sorry, dass der geplante Vlog leider nicht gekommen ist, da meine Speicherkarte bei Barbaros ist. Ja, die ist wirklich da, Unge. Wie kann man seine Speicherkarte so oft verlieren? Ohne Scheiß, ich habe meine Speicherkarten wirklich schon mindestens 4-mal verloren. Ich weiß es doch selber nicht, wie, Mann. Auf jeden Fall würde ich sagen, macht's gut und haut rein.
Und Freunde, ich habe euch natürlich Unge sein Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und Leute, gleich bevor es endet, kommt ja gleich mein Outro, Freunde. Mein Outro habe ich den lieben Emilio zu verdanken. Digga, vielen, vielen Dank für dieses Outro. Das ist so mega geil geworden, finde ich persönlich. Also ich finde, das Outro ist zu geil geworden. Und auf jeden Fall, Dankeschön dafür, Digga. Leute, als kleines Dankeschön, geht mal alle auf sein Instagram-Profil und kommentiert mit Hashtag Danke und lasst ihm doch mal ein Abo da. Sein Instagram habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und Leute, geht mal rüber, ehrlich, geht mal rüber. So als kleines Dankeschön. So als Dankeschön. Geht rüber und sagt ihm Dankeschön. Hashtag Dankeschön. Einfach nur Dankeschön.